Hi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy. Okay, es ist wirklich eine Weile her. Aber ich weiß noch, dass ich zuletzt die Green Priest Brüder wieder zusammengebracht habe und jetzt geht es auf die Challenge-Dinger. Nicht, dass die allzu viel Spaß machen, aber es ist besser, sie mal gehabt zu haben, oder nicht? Okay, ich lasse erstmal das Röhrchen aus, mal sehen, was das hier tut. Ah ja. Verschwindet bestimmt auch sofort wieder. Ja, das sag ich mir. Okay, es ist wirklich nur zum Zurückkehren gedacht. Macht aber nichts. Wir folgen der Green Line und gehen als erstes auf Gelb. Willst du reisen? Challenge? Bah, nee, schon wieder sowas. Auf geht's. Auf eigene Gefahr. Das wird jetzt nicht so witzig. Purzelsternball, wohin willst du? Purzelsternball, komm zurück. Purzelsternball, ich komm mit deiner Art und mach dich kaputt. Aber nein, es ist das hier. Nicht besonders einfach. Ich habe deswegen vorhin schon, bevor ich wirklich aufgenommen habe, alles Mögliche an extra Leben eingesackt. Alles, was ich jetzt noch an Leben sammeln, hängt davon ab, wie viele Sternteile verteilt sind und viele One-Ups ich einsacken kann. Oh Gott. Gut, dass ich mich dabei nicht unbedingt umdrehen muss. Wo ich kann schwören, ich war hier schon mal. Na, ich schätze mal, dieser Spielstand wirklich der einzige sein, bei dem ich die Challenges freigespielt habe. So, das ist nur eine doofe Kanone. Die bringt uns jetzt weiter. Ich finde es ja toll, dass es so viele Münzen in Super Mario Galaxy gibt, aber sie füllen nur die Gesundheit auf. Mehr füllen sie gar nicht. Gut, ich kann mir jetzt leider nicht die Mühe machen, die ganzen Sternteile einzusammeln. Ich habe schon geahnt, dass ich das Ding nochmal drehen würde. Naja, es ist eine ganz gemeine Geschichte. Wow! Aber ganz ehrlich, ich muss sagen, ist jetzt alles noch kein Problem. Und komm, sag ich schon, falle ich runter. Aber ich habe zwei Leben eingesackt. Hey. Wenn ich die Bilanz hochhalte, bin ich gegen Mitternacht auf 99 Leben. Na? Mal ganz zu schweigen davon, dass ich von 50 Sternteilen ja auch noch Leben bekomme. Eigentlich würde ich am liebsten vorrennen, den ganzen Scheiß vorher erledigen, aber Mario ist leider nicht so gelenkig mit ohne den Ball. Beziehungsweise, ich komme vielleicht bis hierhin. Aber nicht weiter. Nein, du gehst da gefälligst so. Zack. Eieiei. Fällt mir nicht runter. Ja, man muss da mit Schmackes gegenkommen. Ist so ein Ball überhaupt so schwer? Ich würde eigentlich lieber nicht mit dem Ball irgendwo hin. Ja, okay, Schluss mit Rumgespiele. Ich würde da echte Popos würden von da aus schon auf den Gleisen landen, ohne dass sie in diesen Trichter rein müssten. Und okay, ich verkneife es mir nochmal dahin zu gehen, bis dieser Würfel da weg ist. Oh, wie gemein, wie verlockend. Ich weiß ehrlich nicht, ob die mir Schaden machen würden, aber ich möchte das auch nicht austesten. Da geht's abwärts.
Auf einer Schiene. Gut. Oh Gott, ich hasse es, wie diese Musik hier läuft. Ich wusste gar nicht, dass Mario-Spiele auch Speedbooster haben. Oh. Ja, nicht verlocken lassen. Oh Gott, wie gemein. Das One-Up spare ich mir mal. Oh, nein. Ich brauche diesen Würfel? Im Ernst jetzt? Aber okay. Ganz so schwer war es nun doch nicht, aber vielleicht hatte ich auch einfach nur... Vielleicht hatte ich echt nur Glück. Warum müssen die immer auf der Fahnenstange platziert sein? Einfach vor Mario fliegen wäre wahrscheinlich wieder zu viel Arbeit gewesen. Aber das macht dann 105 Sterne. Ja, das speichere ich ab. Diese Mission gemacht zu haben. Immer gern. Und zur nächsten. Diesmal nehme ich blau. Gut. Was hast du? Surfen. Okay, wenn das genauso überraschend einfach ausfällt wie das mit dem Ball, dann okay, von mir aus gern. Und was haben wir hier? Wie man ein Surfer wird. Also gesurft habe ich schon ein paar Mal. Auf einem Rochen. Genau so einem wie den da, mit Glubschaugen. Heilige Scheiße! Wow. Das Level-Design erinnert sehr stark an Sonic, aber okay, es ist halt eine Rennstrecke, ne? Jetzt soll ich wohl rennfahren auf dem blöden Ding. Du bist, willst du in den Rochen reiten? Dieser Kurs ist aber ziemlich schwierig. Willst du es trotzdem versuchen? Also, das hier fällt unter vorstellbare Folter. Unvorstellbare Folter wäre was ganz anderes. Also, probieren wir es einfach mal. Sagen wir nicht so eine Memme. In Ordnung, du hast aber maximal 3 Minuten. Der Trick ist, die Ruhe zu bewahren und nicht den Kopf zu verlieren. Naja, es gibt ja Gott sei Dank Leute, bei denen es schwierig ist. Okay, da der Rochen ja von selber... nicht von selber fährt, aber... Okay, ich muss Gas geben, damit ich hier vorwärts komme. Aber nicht zu viel, sonst fliege ich aus der Kurve. Es geht ganz schön weit runter da. Überall haben sie One-Ups hingepackt. Damit man das noch fair nennen kann. Natürlich eins in der Luft, ist aber klar. Ich weiß nicht, irgendwie hat Nintendo das hier mit der Bewegungssteuerung und dieser Neige-Geschichte. Nicht, dass die Sensorik unausgereift wäre, ich meine, bei Nintendo Wii ist es trotzdem so. Aber was ich finde, ist, es hat in Spielen nicht so viel zu suchen. Es gibt da durchaus Sachen, die damit lustig sind, aber es gibt auch Spiele, bei denen es ruhig sein lassen kann. Fuck. Und Tina! Tschüss, Rochen! Immerhin startet er gleich hier neu. Mario, hör auf rumzutanzen. Aber okay, das war mein Fehler. Das war einfach mein Fehler. Aber es war klar, dass diese Herausforderungen wieder aus den Aufgaben bestehen, die nicht auf Marios normalem Rumgespringe bestehen. Sondern wirklich mit dieser schon fast aufgezwungenen Steuerung sind. Aber gut, die Herausforderungen sind optional, für 100% auf jeden Fall unerlässlich. Ja, 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 ja.
wo wir schon mal Mario sind und Sachen, die vollkommen untypisch sind. Ich freue mich aufs nächste Super Smash Bros., auch wenn ich es wahrscheinlich nicht direkt spielen können werde. Das war bei Brawl auch schon nicht so. Und Melee habe ich nur spielen können, weil es ein paar Kumpels hatten. Ist das euer Ernst, Looping? Was? Ich... Okay, Anti-Schummel. Alles klar. Die haben was eingebaut, damit man nicht einfach schummeln kann. Ich meine, Loopings sind nichts anderes wie 3 Sekunden auf demselben Punkt zu sein oder so etwas. Weswegen die meisten sehr schnellen Routen in Sonic Leveln ohne Looping sind. Zumindest in den modernen Leveln. Was jetzt nicht direkt auf Sonic Generations anspielt, sondern allgemein auf Sonic-Spiele. Wenn man mit Sonic eine schnelle Route einschlagen will, dann sollte man eine wählen, die ohne Loopings auskommt. Denn Loopings sind nichts anderes wie auf der Stelle laufen. Sieht nur cooler aus. Das kann man schon fast als Moonwalk bezeichnen. Und nur fast. Also es ist hier sehr eng. Diese Wellen machen es nicht einfacher, muss ich sagen. Und hinab! Da ist das Ziel. Hahaha! Das ging ja noch. Wow, nur 1,23. So eine Zeit ist nicht leicht zu erreichen. Alle wollen dich treffen, also geh und begrüße sie. Ja, ich lande auf Platz 1. Landet auf Platz 1. Ich liebe einfach und hole mir den Stern. Denn was Brauchbares haben die drei kleinen Pinguine eh nicht zu sagen. Abspeichern. Wenn man es mal komplett und recht bedenkt, Super Mario Galaxy ist ein Spiel, bei dem sie einem die gesamten Features der Wiimote aufzwingen. Die Sensorik mit dem Aufrecht und Balancieren oder Vorsicht halten und Balancieren, das Geschüttel und den Zeiger auf dem Bildschirm. Alles drin. Nur bei Super Mario Galaxy ist eine der wenigen Ausnahmen, wo das funktioniert. So, noch ein Brief von Prinzessin Peach. Wie kommt das? Ich habe doch am Anfang, ich habe noch, bevor ich die Aufnahme angefangen habe, die 5 Pilze abgeholt. Tja gut, wenn ich den 3. Stern dann auch habe, wird es wieder auf die lila Münzen gehen. Wahrscheinlich werde ich da abfacken. Okay, was hast du für mich? Was kann so grausam sein? Die Blase. Die Blase. Ich glaub's nicht, die zwingen mir echt nochmal die Blase auf. Ah, durch die Ecken. Alles klar, zigtausend fliegende Objekte, die mir den Garaus machen wollen. Ich sehe schon, er hatte eine Langeweile beim Design. Das ist noch eine mit dieser dummen Zeigersteuerung. Ist das denn für ein Schild? Hey, ich bin Schildbürger. Hier kommst du nur mit der großen Blase weiter. Also erinnere dich, wie man die große Blase steuert. Mit der Toilette. Und pass auf, dass du die Elektrobarriere nicht berührst. Sie sind ziemlich gefährlich. Ganz zu schweigen von dem schwarzen Loch hier drunter. Okay, auf geht's.